In diesem Video schauen wir uns ein paar Fehler an, die man bei der Benutzung des Zoom H1N so machen kann. Fangen wir mal an mit dem Power Management. Das war am Anfang mein größtes Ärgernis. Benutze ich den Zoom H1N als USB-Soundcard in meinem PC, werde ich abgefragt, wo der Strom herkommen soll. Und ich kann eigentlich auswählen, dass der vom PC kommen soll und nicht von den Batterien, die eingelegt sind. Wenn ich den PC jetzt herunterfahre oder ausschalte, hätte ich ja erwartet, dass der Zoom H1N keinen Strom mehr bekommt und sich abschaltet. Das passiert aber nicht. Tatsächlich fahre ich den PC runter oder ziehe auch das Kabel, das spielt im Grunde keine Rolle. Er bleibt in dem Modus, dass er eine USB-Soundkarte ist, obwohl er gar kein USB mehr hat und benutzt aber ab jetzt die Batterien. Das heißt, wenn ich mit der Aufnahme fertig war, PC oder so runtergefahren habe, dann habe ich am nächsten Morgen gesehen, dass die Batterien leer waren. Er hat ja einfach auf Batterie umgeschaltet und ist durchgelaufen, bis er halt leer war. Die Lösung ist also, Auto-Off zu aktivieren in den Optionen. Da kann man einfach einstellen, dass er sich nach 5 Minuten abschaltet. Das heißt, wenn mir das jetzt wieder passiert, PC wird runtergefahren, das Ding schaltet wieder in den komischen ich nehme Strom von Batterien-Modus, dann ist er trotzdem noch 5 Minuten einfach aus. Bleiben wir noch beim Power-Management. Der Zoom H1N bietet eine Pre-Record Funktion. Das heißt, wenn ich den perfekten Einsatz verpasst habe, die Record-Taste zu drücken, nimmt er nochmal 2 Sekunden vorher auf und speichert das ab. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Mikrofone ständig an sind. Das kostet Batterie. Das sollte man sich sparen, wenn man da jetzt nicht den Einsatzzweck hat. Also Pre-Record abschalten, wenn man jetzt das nicht unbedingt braucht. Ein anderer Fehler, den man natürlich machen kann, ist zu vergessen, Ersatzbatterien mitzunehmen. Es gibt aber eine elegantere Lösung, nämlich eine Powerbank oder halt direkt anschließen über ein Micro-USB-Kabel. Das Gerät hat ja einen Micro-USB-Anschluss, kann jetzt also jeden beliebigen Handylader da anschließen, der Micro-USB unterstützt. Oder ich nehme einfach meine Powerbank mit und schließe die an. Im Video seht ihr auch, dass der automatisch erkennt, dass er jetzt quasi eine externe Stromquelle hat und seine Batterien schont. Wird die externe Stromquelle entfernt, schaltet er automatisch auf die Batterien um und nimmt quasi weiter auf. Das ist sozusagen eine Art Backup-Funktion, die sollte man auch nutzen. Mein nächster Punkt auf der Liste bei Fehlern, die man mit dem Zoom H1N machen kann, sind Handling-Geräusche. Der Zoom H1N ist ein mobiler Audiorekorder und sieht ja auch schon so aus wie so ein kleines Interview-Mikrofon. Das ist im Grunde auch richtig und kann man auch so verwenden. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht an der Hülle herumspielt während des Interviews. Da kommt man nicht immer so ganz drum rum. Ich halte das jetzt auch gerade in der Hand und bis jetzt hat sich das vielleicht auch ganz gut angehört, aber jetzt fange ich mal an umzugreifen. Jetzt nehme ich es mal in die andere Hand, so, oder muss vielleicht mal hier ein Knöpfchen drücken, weil ich irgendwie eine Spur setzen will. Und das hört sich insgesamt jetzt einfach scheiße an, wenn ich da dran rumfummel. Und das landet alles auf der Aufnahme am Ende. Das heißt, wenn ihr eine Interviewsituation habt, schaut mal in die Infokarte. Da habe ich ein paar Tipps und Tricks, wie man das vermeiden kann. Kommen wir zu Fehlern mit der MicroSD. Ein Fehler wäre, die jetzt irgendwie bei eurem Windows-PC oder bei eurem Mac zu formatieren, ohne zu wissen, was ihr tut. Am besten weiß natürlich das Gerät, wie es die Karte formatiert haben möchte. Deshalb mache ich das eigentlich immer an den Geräten. Das ist natürlich für Kameras genauso. MicroSD-Karte rein, formatieren. Formatieren heißt natürlich auch, dass der Inhalt der SD-Karte gelöscht wird. Um jetzt keine bösen Überraschungen zu erleben, bietet der Zoom H1N auch nochmal eine Testfunktion für die MicroSD an, die also bitte auch nutzen. Die MicroSDs dürfen auch nicht größer als 32 GB sein. Wenn ihr also eine MicroSD verwendet, unter 32 GB, sollte auch auf jeden Fall reichen. Ein weiterer Fehler ist, den Zoom H1N ohne Popschutz zu betreiben. Ihr habt es schon gemerkt, immer wenn ich Pop sage, dann wird die Aufnahme ein bisschen scheiße. Auch da habe ich ein extra Video zu gemacht. Schaut mal in die Infokarte, die ich gerade einblende, wie man solche Popgeräusche vermeiden kann. Jetzt habe ich wieder den Popfilter davor und ich hoffe, das hört sich jetzt ein bisschen besser an. Wenn wir jetzt schon von Störgeräuschen auf der Aufnahme sprechen, dann sollten wir nicht vergessen, über Shockmounts zu reden. Großer Fehler ist, keinen Shockmount zu verwenden. Es gibt nur wenige Situationen, wo man keinen braucht. Den Zoom H1N kann ich zum Beispiel mit so einem Cold-Shoe-Adapter auf eine Kamera montieren und wenn ich an der Kamera rumfummel, dann kommen Erschütterungen und Stöße auf die Audioaufnahme. Um das zu verhindern, gibt es Shockmounts. Damit wird der Zoom H1N etwas flexibler gelagert, damit die Erschütterungen nicht auf der Aufnahme später zu hören sind. Gerade nehme ich ohne auf und damit ihr das mal hört, wie sich das anhört, klappere ich mal so ein bisschen mit der Halterung rum und ihr solltet ein bisschen was jetzt auf der Aufnahme gerade gehört haben. Hört sich einfach nicht schön an. Zu dem Thema habe ich noch ein separates Video. Schaut mal oben in die Infokarte rein. Kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsfehler und den mache ich jetzt auch gerade, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Das Zoom H1N hat ja Stereomikrofone in XY-Anordnung oben. Das heißt auch, wenn ich jetzt da reinspreche, dann wird ein räumlicher Eindruck erzeugt. Das ist auch völlig okay, wenn ich zum Beispiel mich selber filme und ihr seht ja dann auch auf der Aufnahme, wie ich mich bewege, wie ich mir um das Mikrofon rumtanze. Da will ich ja diesen räumlichen
Eindruck durchaus haben. Wenn ich jetzt aber einen Voice-Over wie jetzt gerade spreche, dann will ich den nicht haben, weil das Gehirn kriegt einfach nur von einem Sinnesorgan irgendwie vermittelt, oh, da passiert gerade eine Bewegung. Diesen Eindruck von der Bewegung bekommt es aber nur von einem Sinnesorgan, nämlich den Ohren, sieht aber gar keine Bewegung und das ist einfach komisch. Also ich bewege mich jetzt mal hier gerade während der Aufnahme bewusst so ein bisschen hin und her, weg vom Mikrofon und ihr merkt schon, das ist irgendwie unangenehm einfach zu hören. Ich mache hier nur ein Voice-Over, ihr seht mich ja nicht. Von daher wollt ihr einfach nur ein gleichbleibendes Tonsignal. Um das zu erreichen, kann man in Audacity zum Beispiel einfach hergehen und die beiden Stereospuren zu einer Monospur heruntermischen. So, und was ihr jetzt hört, ist auch tatsächlich heruntergemischt zu einer Monospur. Und ich bewege mich mal wieder so ein bisschen um das Mikrofon herum und ihr könnt jetzt diesmal beurteilen, ob sich das besser anhört oder das komische Gefühl, dass da irgendwie Bewegung im Spiel ist, euer Hirn vielleicht jetzt nicht mehr so sehr hat wie bei der Aufnahme vorhin. Ein großer Fehler ist es, den internen Lautsprecher zu benutzen, um zu schauen, wie die Qualität der Audioaufnahmen ist. Man kann damit zwar kurz mal was hören, aber die Qualität kann man da nicht mitbestimmen. Ja, ihr hört mich jetzt auch über die Lautsprecher, natürlich nochmal aufgenommen über ein anderes Mikrofon, klar, aber ihr merkt schon, das klingt ziemlich blechern. Wenn ihr auch Erfahrungen mit mobilen Rekordern habt, dann gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Fehler, vor dem ihr meine Zuschauer bewahren wollt. Deshalb kommentiert doch mal, was ihr so Erfahrungen gemacht habt mit Audiorekordern oder Mikrofonen allgemein, was da so alles schiefgehen kann.